Und das immer. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Stay the Fuck Home Show. Ich habe gar nicht mehr gezählt. Tag, was sind wir denn? Tag 12. Es ist der 26. März 2020. Es ist 19 Uhr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Ersten schauen zu. Yay, ich freue mich. Ja, heute haben wir wirklich, also ich bin selber noch so ein bisschen ungläubig, weil ich einfach zwei Gäste habe, wo mir selber alles davon fliegt, wenn ich nur dran denke. Deswegen freut euch auf Maxi Stettenbauer und Hella von Sinnen heute, werden dabei sein. Wir werden über Stand-up reden, wir werden über Comics reden und vielleicht kann ich den beiden auch noch ein paar Empfehlungen rauslocken, was man sich denn momentan so gut durchlesen und angucken kann. Ihr trudelt ein, das ist schön. Ich bekomme ja sehr viel Feedback von euch. Vielen herzlichen Dank dafür. Bitte macht das weiter, schickt mir Mails an markus@markus-bar.de oder kommentiert bei Facebook oder bei Instagram. Freue mich immer drüber tatsächlich. Und ganz wichtig, teilt die YouTube-Links. Alle Shows sind bei YouTube, ihr könnt sie euch angucken. Ich habe die alle in eine Playlist reingepackt. Freue mich tierisch, wenn ihr das einfach weiter sagt. So, hier schreiben schon Menschen, es ist so geil, jeden Tag so liebe Menschen zu sehen. Dickes Dankeschön. Ach, ich sage dickes Dankeschön zurück. Wie gesagt, viel Feedback von euch. Mittlerweile sogar schon, kriege ich schon Outfit-Feedback. Das ist, glaube ich, so der nächste Schritt auf dem Weg nach oben. Da ist zum Beispiel, einer hat mir geschrieben, Markus, du bist ein cooler Typ, aber rasier dich. Nein. Ich habe mich tatsächlich, Leute, die meine Facebook-Seite folgen, wissen das, ich habe mich bei unserer letzten längeren Radtour durch Ostdeutschland, beziehungsweise erst Tschechien, dann Ostdeutschland, habe ich mich mal komplett hier das Gesicht alles rasiert, weil ich gedacht habe, ist einfacher. So. Leute, nein. Ich sah, also das Feedback war auch entsprechend, muss ich sagen. Ich sah aus wie so ein sexuell unentschlossener 14-jähriger Pfadfinder, würde ich mal sagen. Ohne Witz, guckt euch mal bei Facebook auf meiner Seite die Fotos durch vom letzten Sommer, vorletzten Sommer, irgendwie so letzten Sommer war es. Ihr werdet wissen, warum ich dieses traurige Gestrüpp, so traurig es auch sein wird, lieber nicht komplett abrasiere. So, hier schreibt schon jemand, Helly, Helly, Maxi ist genial, aber Helly, Helly. Ja. Sehe ich genauso. Freue mich tierisch auf beide. Dann habe ich ein sehr schönes Feedback bei YouTube bekommen zu der Show mit Quichotte. Das wollte ich euch auch nur kurz vorlesen. Da schreibt jemand, boah, werdet ihr beide nicht schon vergeben? Den einen würde ich heiraten und der andere deckt mein Dach. Jetzt wüsste ich echt gerne, wer was ist. Hier, und guck, da schreibt schon einer, Bart muss bleiben. In jeder Hinsicht. Finde ich es auch. Fans wissen es, nicht rasieren. Ja, siehst du, Leute, die mir folgen, wissen das. Ich sehe aus wie wirklich wie 14. Es ist einfach, das kannst du völlig vergessen. Ich kam mir auch wahnsinnig nackt vor. Und auf einmal hast du auch fünf Kinne. Irgendwie hatte ich den Eindruck. So, dann würde ich euch gerne noch was empfehlen, wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt in diesen crazy Zeiten. Folgt James Blunt überall, wo ihr könnt. Ich weiß, also musikalisch sind viele Leute etwas indifferent beim Thema James Blunt. Aber was sein Humor angeht, das ist wirklich der mit Abstand selbstironischste und lustigste Mensch, den ich so bei Twitter, also Künstler, zumindest so Musiker und so weiter, den ich bei Twitter und Instagram und so weiter kenne. Wirklich, ihr müsst ihm folgen. Er hat jetzt zum Beispiel geschrieben, ich glaube, es war bei Twitter, ja. Also bei Twitter ist er einfach @JamesBlunt. Hat er geschrieben auf Englisch, during lockdown, while many other artists are doing mini-concerts from their homes, I thought I'd do you all a favor and not. Großartig. Der Typ ist einfach so geil. Ihr müsst bitte mal, guckt mal bei YouTube die Show von Graham Norton, wo James Blunt zu Gast ist. Da liest Graham Norton nämlich ganz viele Tweets von James Blunt vor. Und da ist echt einer lustiger als der andere. Guck mal, hier schreibt auch einer, James Blunt ist der bessere Komiker als Musiker. Ja, sehe ich auch so, tatsächlich. James Blunt war mal bei Graham Norton. Es ist so witzig. Genau, habe ich gerade empfohlen. Den YouTube-Link müsst ihr bitte unbedingt gucken. Ihr lacht euch tot. Dann gibt es noch eine Sache, die ich euch gerne empfehlen würde, weil viele Leute fragen mich, ob sie die Show hier irgendwie unterstützen können. Ja, könnt ihr, indem ihr die Links teilt, indem ihr andere Leute darauf aufmerksam macht, indem ihr die YouTube-Videos teilt. Das ist die Unterstützung, über die ich mich am meisten von euch freuen würde. Finanziell, nein. Es ist einfach, ich bin der Ansicht, es gibt gerade Leute, die es dringender brauchen. Und deswegen würde ich euch empfehlen, dass ihr es denen gebt. Und
Eine dieser Initiativen, die ich einfach toll finde und die ich gerne unterstützen würde, ist handforahand.de. Also Hand für eine Hand. So, jede eine Hand wäscht die andere wahrscheinlich. Handforahand.de. Das ist ein Solidaritätsfonds für freie Bühnen, Tontechnikerinnen, Beleuchterinnen, Stagehands und Veranstaltungshelfer und Helferinnen. Weil, was man ja immer vergisst, dass wir jetzt nicht auftreten, also als Künstler, als Comedians, ist beschissen genug. Aber da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz von anderen Leuten mit dran, die jetzt auch einfach keinen Job haben. Und das sind die Leute, die den Ton machen, die das Licht machen, die Veranstalter und so weiter. Für all die ist das auch eine richtig, richtig blöde Zeit. Und deswegen gibt es diese Aktion handforahand.de. Da könnt ihr spenden, relativ unkompliziert mit PayPal und mit ja, auch einfach Überweisung. Und dann gibt es zwei Ausschüttungen, glaube ich. Eine soll im April sein, eine im Mai. Und da soll relativ unkompliziert an Leute, die gerade einfach arbeitslos sind, von einem Tag auf den anderen das Geld verteilt werden. Also da bin ich echt voll dafür. Ohne Techniker, ohne Licht, ohne Ton ist der beste Comedian nix. Deswegen, wir sind von den Leuten abhängig und jetzt im Moment sind sie von uns abhängig. Deswegen würde ich empfehlen, helft denen. So, jetzt würde ich aber gar nicht mehr lange rummachen, weil zwei solche Gäste, was soll man da noch sagen? Ich würde jetzt einfach mal meinen ersten Gast dazu holen. Ihr kennt ihn als Stand-Upper, ihr kennt ihn aber auch als Moderator. Und ich war kürzlich erst bei ihm in der Show und heute darf ich ihn dazu holen. Maxi Stettenbauer. Da, 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 da. Ein bisschen Musik. Verbindung mit hergestellt. Hey! Da ist er doch. Hörst Maxi, du mich? Oh, ich mach mal den ganzen Kopf vielleicht so. Mein ganzen Conehead in voller Schönheit. Warte, ich mach mich mal lauter. Hörst du mich? Ich höre dich. Du kriegst ein bisschen wie Scooter gerade, aber ist okay. Wie geht's dir, Maxi? Ach, alles okay. Ich wurde hier in die Wäschekammer meines Anwesens verbannt, weil meine Herzdame gerade ja. Wein trinkt auf dem Balkon, ja, und sie möchte dabei nicht gestört werden. Da brauchst du das blöde Comedian-Gelaber nicht, oder? Das ja, genau. Aber ich habe mir Mühe gegeben, ich habe schnell aus dem Keller habe ich diese Lichterkette. Du hast doch Deko gemacht. Du hast gedacht, beim Baden ist immer so eine schwule Show, da muss ich noch ein bisschen Deko hinhängen. Du bist schwul? Ach so, nee. Verdammt. Maxi, weißt du doch noch, damals, nein. Aber ich dachte, du damals noch, du als sexuell verunsicherter Pfadfinder wusstest genau. Doch gar nicht. Du lässt aber auch wachsen hier gerade. Ich lasse auch hier wachsen, weil, Markus, ich habe keine andere Wahl. Alle Friseure haben zu. Ja, das ist ja, aus dem Business bin ich ja raus, weißt du? So, ja, das kann ich ja nicht beurteilen. Woher soll ich wissen? Ich bin auch echt neidisch. Ich war auch tatsächlich jetzt die ganze Zeit beschäftigt, mir dich ohne Bart vorzustellen. Da war ich echt gerade beschäftigt. Ist nicht schön. Ich guck mal, wenn ich das Bild noch finde, schicke ich es dir mal. Es ist wirklich nicht schön. Also ich meine, es ist ja so schon, aber also ohne, nein, es geht überhaupt nicht. Wahrscheinlich einfach nur so ein weißer Punkt, der auf so... Genau, auf so einer und es leuchtet auch immer so, weißt du, kaum irgendwo eine Lichtquelle drauf. So ein bisschen. So ist es. Totaler Scheiß. Maxi, sag mal, du als du bist ja auch einfach eigentlich das ganze Jahr unterwegs, jetzt nicht, so auf einem... Also auf einer Skala von 1 bis, ich unterhalte mich mit meinem Volleyball. Wie schlimm ist der Lagerkoller schon? Ich unterhalte mich mit meinem Volleyball. Alles klar. Das Problem ist, ich habe 4 Katzen, ja, und denen erzähle ich mittlerweile alles. Vier Katzen? 4 Stück, ja. Ja gut, die Frau sitzt ja auf dem Balkon und will nichts von dir hören. Die will ja nur genau, mit dem Wein reden. Auch alle. Die können wir auf dem Balkon auch sitzen lassen, weil die sind zu faul, um zu fliehen. Wir haben die mittlerweile so investiert, das ist alles kein Problem. Aber ich sitze tatsächlich hier, ich bin allein und langweilig. Ja, es ist einfach, ich schreibe Nummern, dann mache ich solche Geschichten wie mit dir gerade und quatsch einfach. Und wirklich, ich habe heute, Markus, ich habe heute sogar mit meinem Nachbarn geredet. Kannst du ach, jetzt hör aber auf. Wie schlimm ja, kannst doch. Du werden, Maxi? Jetzt hör ich habe mit meinem Nachbarn geredet. Und, wir sind Künstler, wir müssen dieses verschwurbelte, vergeistigte Irgendwas-Image doch beibehalten. Was war das nicht? Ich habe mit meinem Nachbarn gesprochen und weißt du, was ich gemerkt habe? Mein Nachbar ist eine Frau. Das wusste ich gar nicht. Auch ja, noch. Auch ich kann noch. Gar nicht. Mensch, da. Ja, aber ist gut. Aber weil du gesagt hast, du schreibst Nummern. Also würde mich mal interessieren, geht das? Geht das gerade? Weil man erlebt ja nichts. Also es ist ja so. Ich hab mein Buch, wo ich 1000 Ideen drin habe und okay. Also ich gehe dann immer in die Notizen rein. Ja. Okay. Und ich habe da so ein Evernote-Notizprogramm, wo ich so ein Backlog habe und dann gucke ich da rein. Aber du kennst es ja selber, man schreibt irgendwas und denkt sich dann, ja, das, nein, das ist kacke. Und
dann nimmt man seinen Laptop und zerdeppert es an der Wand. Ja, ja, und dann läuft man, sitzt man so in der Dusche. Dann zerdeppert man den Kopf an der Wand. Und der Witz ist ja, ich meine, ob es lustig ist oder nicht, weiß man ja eh erst, wenn man es auf der Bühne gemacht hat, oder? Also es ist das ist das Ding. Das ist das Ding. Deswegen, ich finde das immer so geil, wenn Comedians vorgeworfen wird, wir spielen irgendwie aggressive Witze oder so. Ey, wir erzählen die Witze nur, weil drüber gelacht wird. So. Wir entscheiden nicht darüber, über was das Publikum letztendlich lacht. Wir machen die ganze Zeit Vorschläge und wir wissen es halt nicht. Ja, wir wissen es tatsächlich nicht. Und ich finde ja wirklich, du kannst zu Hause irgendwie 50 Seiten Material schreiben und total stolz sein. Und dann gehst du auf die Bühne und merkst, ja, davon sind leider 49 nur in meinem Kopf lustig. So. Ja, genau. Also deswegen, das ist es tatsächlich, was Schreiben, Alter, Schreiben, klar, du kannst dich einfach irgendwo hinsetzen und was schreiben oder so, klar, das ist kein Problem, aber das Auftreten fehlt halt einfach. Ja. Das geht mir so auf den Sack. Vielleicht hast du das auch schon mitbekommen, hast du Anfragen bekommen für Stand-Up-Auftritte ohne Publikum jetzt schon? Ja, habe ich, finde ich schräg irgendwie. Finde ich auch seltsam. Ich kann es mir nicht so vorstellen. Kennst du, da muss ich gleich mal fragen, du kennst ja Patton Oswalt, ne? Ja, klar. Reden wir vielleicht noch drüber. Der hat bei Twitter, kann ich auch den Leuten nur empfehlen, bei Twitter ein Video gepostet, wo er in seinem Vorgarten steht und so für die Straße ein Stand-Up-Programm macht. Das ist so lustig, weil da irgendwie so ein langweiliges Mädchen daneben steht und die Nachbarn ganz weit weg klatschen, so ein bisschen traurig. Sensationell. So stelle ich es mir leider auch vor. Da fand ich halt den Tweet von James Blunt so geil, der einfach gesagt hat, nee, ich mach jetzt nichts. Ja, ich mach nichts, aber wir sind alle, ich weiß auch noch nicht, wie ich das navigiere, weil meine Sendungen laufen auch gerade nicht, die werden auch nicht produziert. So. Okay. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man das navigiert, dass halt auf einmal nichts ist. Hast du das auf RTL gesehen, diese Quarantäne-Kacke da? Ich bin noch drum rumgekommen. Ich habe nur die Kritiken gelesen und das war auf jeden Fall lustig, muss ich sagen. Ja, die Kritiken waren lustig. Aber ich sehe immer nur, wie gesagt, ich sehe sehr viele Nasenhaare momentan, weil sehr viele Menschen, die so in eine Kamera gucken. Hier am besten noch so die Finger. Alles schön die AirPods drin, weißt du? Und dann wird so, wo muss ich jetzt? Schatz, erklär mir nochmal, welchen Knopf muss ich genau? Ja. So. Aber da merkst du halt einfach mal, selbst der beste Entertainer ist ohne sein Team nix. Ja, das ist es, tatsächlich. Und vor allem, wenn es ums Digitale geht halt. Ne? Das ist ja, da ist ja jetzt Deutschland nicht direkt führend, würde ich mal sagen. Nee, also ich glaube, ich komme heute im Bayerischen Rundfunk. Ach, gucke mal. Echt? Heute um 21 Uhr, was ist denn das für eine Sendung, die da kommt? Ich habe keine Ahnung, Alter. Sag mal, ein bisschen vorbereitet. Ich da schon wieder bin, keine Ahnung. Ich halte ja meinen Arsch für alles hin, das ist mir ja egal. Ja, das ist ja, apropos Arsch für alles, nee, Maxi, ich war ja kürzlich bei dir in der Sendung tatsächlich. Du machst ja Stand-Up 3000 für Comedy Central. Sensationelle Sendung tatsächlich. Ich war zum ersten Mal bei einer Aufzeichnung dabei. Ich habe da dieses Special gemacht mit 25 Minuten irgendwie, habe aber auch die Aufzeichnungen mitgekriegt. Und ich muss echt sagen, ich war so fasziniert. Also guckt euch bitte auch bei YouTube, sind auch die ganzen Links bei YouTube wahrscheinlich auch. Ja, ja. Guckt euch bitte mal die Sendungen Stand-Up 3000 bei YouTube an, weil ich finde, das ist echt... Das ist alles, was Stand-Up kann heutzutage irgendwie. Und das finde ich Weltklasse. Also wirklich großes Kompliment. Auch die Moderation, kommst raus, die Leute liegen dir zu Füßen. Super geiles Publikum, auch sehr diverses Publikum, was Alter angeht, was Herkunft angeht. Ich fand es richtig geil. Wie lange machst du die Sendung jetzt schon? Die Sendung gibt es seit 2 Jahren. Okay. Gibt es noch nicht lange, ist noch relativ frisch. Und die Sendung, also jedem echten Comedy-Fan, Best of Kabarett aus Franken, 21 Uhr im Bayerischen Rundfunk. Ja, also na dann, los geht's. Aber Comedy, die Sendung gibt es gar nicht so lange, aber ist tatsächlich jetzt 5 Staffeln. Du warst jetzt in der 5. dabei. Wahnsinn. Und danke fürs Nachgucken im Chat, habe ich gerade gesehen. hat sich super schnell etabliert, weil es halt echt schon gute Klicks auf YouTube gesehen hat und vor allem, weil den Künstlern es einfach gefällt bei uns. Ja? Also die Comedians, die immer kommen, die haben halt auch immer Spaß und finden es immer cool. Weil als Comedy Central mich mit der Sendung angesprochen hat, war so, das alte Pfandhaus als Location stand schon fest, aber die Idee war eigentlich immer, es soll sich anfühlen wie ein Live-Auftritt, der aufgezeichnet wird. Ja. Das ist die beste Voraussetzung für Stand-Up. Mehr muss es nicht sein, es muss nicht allzu viel glitzern, es muss nichts explodieren, einfach nur ein gutes Umfeld und es ist so simpel, es ist so einfach. Und es funktioniert. Es funktioniert total.
Und lustigerweise, ich muss ehrlich sagen, als ich reinkam ins Funhaus, also Leute, die Location nicht kennen, war ich erst noch so ein bisschen, oh, mal gucken, wie das so wird, weil das ist ja so eine Hufeisenform. Genau. Und man steht da so relativ, ne, also in dem U unten drin. Und ich dachte so, sehr spannend, sind ja auch Leute hinter dir und so. Aber das ist scheißegal. Die Leute lieben es, die Leute feiern es. Und es ist wirklich einfach, und ich glaube, das ist auch der Clou, weil das, so ging es mir zumindest, ich habe mich nicht eine Sekunde gefühlt wie bei einer Fernsehaufzeichnung. Was ja manchmal echt ein bisschen krampfig ist, sondern man fühlt sich einfach wie in einem Stand-Up-Club und kann loslegen irgendwie. Und ich glaube, das, oder würdest du auch sagen, das ist so das Geheimrezept dieser Sendung, finde ich. Ja, also was es genau ist, weiß ich nicht. Ja, also ich versuche... Der Moderator natürlich, Entschuldigung. Ich weiß, ah, verdammt, verkackt. Der Moderator. Nein, also das Ding ist, wenn die Gäste und die Zuschauer für sich da was rausziehen können, was sie cool finden, das ist in Ordnung. Ja. Aber ich bin selber Comedian und was mich immer ärgert bei Fernsehaufzeichnungen, manchmal, wo du denkst so, fuck, du warst einfach nicht so gut, wie du hättest sein können. Ja. Du hast einfach so selten das Gefühl bei einer Fernsehaufzeichnung, Alter, ich habe jetzt genau das abgeliefert, was ich kann. Absolut. Und bin total happy damit. Ja. Und als ich wollte auch nie eine Fernseh-Mix-Show übernehmen eigentlich, ja, aber bei Stand-Up 3000 hat man mir dann einfach auch so ein bisschen Einfluss gegeben und so und kann auch ein bisschen mitreden. Ja. Und deswegen hab ich gesagt, wenn wir es einfach nur hinkriegen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo Publikum und Künstler sich wohlfühlen, so, dann ist es gemacht. Dann kannst ist du es gemacht. Schon ja. Nee, und das habt ihr echt super hingekriegt, muss ich sagen. Was mich interessieren würde, weil du bist ja nicht nur also Stand-Up-Comedian und Autor, du bist ja auch einfach ein wandelndes Stand-Up-Lexikon. Das ist ja wirklich, ich möchte einmal schaffen, dass ich bei Twitter irgendwie ein Stand-Up-Programm empfehle und nicht sofort kommt, ja, habe ich gesehen, ist geil. Ohne Witz, es muss doch einmal was geben, was du nicht kennst. Findest du, was würdest du sagen, sind denn momentan so die Entwicklungen in der Stand-Up-Comedy? Du kriegst es ja auch in deiner Sendung mit irgendwie. Was? Also, was mir, meinst du jetzt in Bezug auf deutsche oder amerikanische? Oder was? Beides am liebsten. Beides. Ja. Also, ich finde, die Jungen sind momentan, also alle Comedians so unter 35, unter 30, so, die sind alle sehr auf Style bedacht. Ja. Ja. Da ist es jetzt sehr wichtig, was für Schuhe hat man an. Was für ein Hemd hat man an und so. Da merkst du, es geht in diese Hip-Hop-Richtung, in diese Pop-Richtung. Ja. Ja, da achten sie jetzt alle mehr drauf. Und es geht nicht mehr darum, ob die Geschichten irgendwie, hauptsächlich die Geschichten sind irgendwie anders, irgendwie ein bisschen anti, eigentlich will ich hier nicht sein auf der Bühne, aber ich bin mega cool und so. Das ist so gerade, das sehe ich gerade bei mir. Ja, ja, das stimmt, das merke ich auch, ja. Ja, so also ich finde auch, ohne Witz, manche Newcomer, die ich sehe, denke ich mir, boah geil, die Attitude, die hätte ich damals gerne gehabt. Ja, ja, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Also ich bewundere sie dafür, ich beneide sie wirklich dafür. Aber ich finde es super viel spannender, weil es jetzt mehr unterschiedliche Typen halt auch einfach gibt. Ja, so. Ja. Und in der amerikanischen, da sehe ich halt auch bei Leuten wie Chris D'Elia oder Theo Vaughn oder Bert Kreischer oder so, du merkst einfach, so Comedians wie Wanda Sykes, die theoretisch jeden, oder Jerry Seinfeld oder Louis Black, die jeden unterhalten können, ja, theoretisch, das wird immer ein bisschen weniger, sondern so die neuen Comedians, die jetzt so groß werden, die haben ihre eigene Crowd auf Social Media. Ja, und sind sehr speziell. Sind sehr speziell und ziehen diese Crowd, die sie über Social Media anziehen, ins Theater dann. Ja. Die sonst nie ins Theater gegangen wären wahrscheinlich. Genau, genau. Ja. Und das heißt so wirklich einfach Stand-Up-Comedians, weil sie Stand-Up-Comedians sind, das gibt es fast, das wird immer weniger, weil alle ihre Comedy und auch ihre Kunst, da kann man auch die Musik mit reinnehmen, alle versuchen ihre Unterhaltungskunst auf Algorithmen anzupassen, irgendwie Schlagwörter und so. Deswegen ist es immer, es wird einfach die Zeit, in der wir leben, formt halt auch die Kunst, absolut, die wir gucken. Ja. Und dann wird es halt einfach anders. Ne? Also so zum Beispiel... Ja, bitte. Nee, ich wollte nur fragen, weil muss gleich Hella mit einladen. Dass er sich da rüberschalten zu Hella. Deswegen, wir müssen zum Ende kommen. Aber was mich sehr empfehlen würde, weil ich gebe ja gerne Tipps, so was die Leute, gerade jüngere Leute, was sie sich angucken sollten. So, hättest du spontan einen Newcomer, wo du sagst, guckt euch den mal an, lohnt sich sehr?
Ja, jemanden, der kein Newcomer mehr ist, aber den viel zu wenig Leute kennen, Quichotte Jonas, der Ja, hat sein war schon in der Solo-Programm Show. durch. Ich habe schon dazu beigetragen, hoffentlich. War auch schon hier bei mir in der Show. Ich fand zum Beispiel bei der Aufzeichnung, wo ich war, André Hermann, den ich sowieso Ja, großartig finde. ja, ja. Also der ist auch kein Newcomer mehr. Der ist, glaube ich, alter Poetry Slam-Hase und macht jetzt aber auch Stand-up. Und ich fand, das war ein fantastischer Auftritt, was er bei dir hingelegt hat. Ich Also. schreibe mal kurz rein, wie man Quichotte schreibt. Warte, dann sehen es gleich alle. Sehr Zack. gut. Ah. Da Quichotte, haben wir genau. es. Den bitte googeln, Perfekt. wenn ihr die Sendung nicht gesehen habt mit mir hier. Ich glaube, das war gleich die dritte Show, die ich gemacht habe. Guckt es euch bei YouTube nochmal an. Wird ab April wird es ausgestrahlt und danach direkt auf YouTube. Kann man jetzt noch gar nicht sehen, aber kommt Super. Nee, ich alles. meine, Quichotte war in meiner Show, Ach, deswegen Entschuldigung, die kann man sich Entschuldigung. angucken. Aber mein Special dann ab April irgendwie bei YouTube Genau, wahrscheinlich. genau. Maxi, das war Sorry, viel zu kurz. dass ich Mensch. hier alles so durchgelabert habe. Nee, Ich genau könnte so war es ewig gedacht. über Stand-up reden. Das ist Wir müssen furchtbar. einfach noch mal eine Folge machen, wo wir genau das machen und ewig über Stand-up reden. Was hältst du davon? Ja, Ich hätte tierisch Bock mach doch drauf. einfach. Sehr gut. Ja. Würde ich mich mega freuen, Maxi. Danke, dass du mitgemacht hast. Danke, dass du dabei warst. Jetzt geh zur Frau und frag mal, ob du vielleicht auch einen Wein kriegst. Nee, ich will mir Heller angucken. Gut, dann guck dir Hella an. Ich freue mich auch Ich drauf. mach mal Platz hier, Mach ne? dir noch einen schönen Abend, Maxi. Danke dir. Tschüss, Ciao. macht's gut, ciao. Das war Maxi Stettenbauer und jetzt würde ich sagen, mache ich auch gar nicht lang rum, weil ich freue mich einfach dermaßen auf die Frau, die jetzt kommt. Man muss mal dazu sagen, so, ich hatte vor rund 30 Jahren saß ich in meinem Jugendzimmer und habe auf meinem bei 1, 2 oder 3 gewonnenen Schwarz-Weiß-Fernseher alles nichts oder geguckt und habe diese Frau gesehen und dachte mir, das ist das Lustigste, was ich jemals gesehen habe. Jetzt hatte ich selber, war ich in der Show mit ihr. Und sie hat sich spontan bereit erklärt, mit dazu zu kommen heute. Und ich freue mich tierisch. Nein, das ist nicht Teller von Sinnen. So sehe ich aus in Corona-Zeiten. Nein. Das Ella kommt jetzt, sie ist sofort ist da nicht und Teller ich von Sinnen. Das schreibe. ist der Stefan von Comic Talk, aber er hat das Ja, alles hier mit aufgemacht. genau. Hallo Helly, Markus. wie wunderschön, dass du mitmachst. Wir fanden das jetzt lustig zu Corona-Zeiten. Der Damenbart ist gesprossen, der Friseur war zu. Ja, man kann ja nicht zum Friseur. Ne? Irgendjemand muss es ja wegmachen. Mama. Wie Prost, Schatz, wunderbar, schön, dass du dich dabei warst. wiederzusehen. Prost, ich halte mich hier noch an meinem Wasser fest. Geht's dir gut, Helly? Alles okay bei dir? Ja, Schatz, wir sind hier mitten in der zweiten Sendung. Sonntag haben wir ja die erste mit dir gemacht. Und heute mache ich meine Weiber-Sendung. Und wir haben wegen dir extra jetzt eine Pause gemacht, damit wir live bei dir sein können. Boah, wunderbar. Dann reden wir auch gar nicht lange rum, Hela. Es ist ja, wir sind lange Zeit aneinander vorbeigerannt. Jetzt am Sonntag war ich zum ersten Mal bei dir mit in einer Show. Habe mich tierisch gefreut. Der Comic Talk. Magst du dazu den Leuten mal ein bisschen was erzählen, was wir da machen? Ja, Was es wir da gibt machen. einen wunderbaren Mann, Carsten Meißner. Ich nenne ihn Kardinal Meißner. In Köln liegt es auf der Hand. Der kam mal, er hat 7 Jahre bei ProSieben gearbeitet. Irgendwann kam er mal zu mir und sagte, ich mache eh viel im Internet über Comics. Du bist doch Comic-affin, wollen wir nicht zusammen eine Sendung machen und du moderierst den Spaß. Und das machen wir seit wie vielen Jahren? Was sagt er? Dreieinhalb. Wie seit 3,5? Wir machen doch locker seit 7 Jahren Wir den haben Comic-Talk. davor mal einen Piloten gemacht. Ach, egal. Jetzt machen wir es regelmäßig. Es gibt auf so einer Geschichte in Hamburg zu kaufen, Massengeschmack TV, da kommt immer die ganze Sendung, aber wir haben eine eigene Facebook-Seite. Das Helly tut es auch immer auf ihre Facebook-Seite Ja. und auf YouTube kann man es auch immer gucken, der Comic Talk. Und heute an diesem Tag, am Donnerstag, das, was wir gemacht haben am Sonntag, da der Anfang, das Vorstellen, das geht heute schon Ich online. habe schon bei YouTube ein bisschen reingeguckt. Ich finde es richtig schön geworden. Wir mussten es ja auch online machen, weil ja da schon Besuchsverbot quasi war. Ich werde ordentlich zusammengeschissen von Frau von Sinnen. Also das ist, auch dieses Karriereziel habe ich erreicht. Insofern alles wunderbar. Als du sagtest, du warst Autor und willst die Richtig. besten Porten aber lieber alleine machen, da habe ich dich sehr anschreien Das müssen. kann ich hassen, ihr verfickten Autoren, möchte ich zitieren. Aber ich Das finde ganz ehrlich, war eine Karriere, wo du nie von Hella von Sinnen angeschissen wurdest, ist irgendwie unkomplett. Insofern finde ich das vollkommen richtig, oder? Und jetzt ist die sag mal, Sendung. darf ich mal kurz fragen, arbeitest du auch so gern von zu Hause? Ich kann hier rauchen, Bierchen trinken. Ehrlich gesagt, bei mir so Mittel, das hätte mich gerade interessiert, weil ich meine, du bist ja so eine Rampensau und Theater. Legende. Man kann sich nicht wirklich vorstellen, dass du hier zu Hause sitzt und da eine schöne Zeit hast, oder? Vermisst du das nicht? Einfach wieder Studio, Bühne? Also, ich war tatsächlich am Sonntag sehr, sehr aufgeregt, weil
Ich bin eine Kommunikatorin. Also ich bin jemand, ich bin Wassermann im Sternzeichen. Möchte auf Menschen zugehen. Ich möchte Menschen berühren, auch gerne nach Möglichkeit der Begrüßung. Und hatte ein bisschen Angst, vor diesem Monitor zu sitzen und zu sprechen. Aber es hat gut funktioniert mit euch, weil ihr auch alle sehr professionell wart. Das mit dieser Quarantäne, das ist eigentlich etwas, was ich schon seit Monaten mache, nämlich seitdem wir überall das Rauchverbot haben. Ach so. Meine ganzen Kneipen sind mir unter den Fingernägeln weggestorben. Ich Ja. sitze eigentlich nur zu Hause, lade mir Freunde ein, hab lecker kaltes Bier im Kühlschrank und dann Ayuja und lecker rauchen und kommunizieren. Klingt Von verlockend. daher ist mir Du, ich habe jetzt das. festgestellt, wir wohnen ja in derselben Straße. Ich kann ja einfach mal, ich gucke einfach vorbei. Ich freue mich drauf. Aber das habe ich eben auch den Kolleginnen, mit denen ich gerade diesen Comic Talk live, also hier live, während du live bist, zeichnen wir den auf, gesagt, ich bin ja auch sehr porös, wie alle Künstler, sehr sensibel. Und es kriecht eine Bedrückung an meine Seele, die ich einfach nicht von mir weisen kann. Ja, kann ich voll verstehen. Wenn du anmachst, Hashtag, wir bleiben zu Hause und. Natürlich gibt es die schönen Nachrichten über Solidarität und junge Leute in Mainz machen einen Einkaufsservice. Ne? Oder hier die Katinka Kornacker aus Hannover aus dem Comicladen. Die Leute können die Comics online bestellen, die schieben die dann wirklich mit einem Wägelchen raus, kein Kontakt. Aber die Menschen werden mit Comics versorgt auch. Denn was willst du denn jetzt machen? Außer Netflix mit viereckigen Augen. Das Einzige, was dich im Moment wirklich glücklich macht, wenn du kein Künstler bist, schreiben kannst oder malen kannst, lesen, 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 der Hirsefutter geben. Ne? Apropos, mich würde mal interessieren, wenn jetzt, ne, wenn jetzt Leute vielleicht noch nicht so im Comic-Thema drin sind, du bist das ja, was würdest du denn den Leuten jetzt gerade empfehlen irgendwie? Was würde denn, womit könnte man denn zum Beispiel einsteigen, wenn, oder was war so ein Comic, der dich komplett umgehauen hat? Einsteigen, vor 2 Tagen ist Albert Uderzo gestorben. Ich finde, einsteigen kann man immer noch mit Asterix und Absolut. Obelix. Ja. Ja. Ne? Machst du nichts Mit falsch. den ganzen, also wenn Leute noch nie einen Comic in der Hand gehabt haben, diese ganzen Funnies, Hägar, Peanuts, Oh Gott, ich habe Helga Asterix. geliebt. Helga und Garfield, damit bin ich aufgewachsen. Peanuts. Ah, kreisch die Peanuts. Und jetzt bin ich seit vielen Jahren, mache ich beim Comic-Salon in Erlangen, darf ich diesen Max-und-Moritz-Preis moderieren und bin seitdem mit Graphic Novels konfrontiert, möchte ich nicht sagen. Also habe diese Chance, Graphic Novels zu lesen. Die Kunstform auch entdeckt einfach, ne? Ja, also Comics habe ich immer schon. Ja. Immer schon, als kleines Mädchen schon. Es war immer ein sekundärer Krankheitsgewinn. Wenn ich krank war, dann brachte meine Mami mir ein Donald Duck Heft mit und ein Zack Heft und so und Super. Superman, Batman. Und das habe ich schon als sekundären Krankheitsgewinn eingesogen und geliebt. Und jetzt lese ich Graphic Novels und ich habe einen wirklich, ich habe Lieblings, zum Glück bin ich mit denen teilweise auch befreundet. Claudia Schmidt hat Mühre gemacht und Haunter of Dreams. Uli Lust habe ich gerade live hier im Talk. Uli Lust hat sensationelle Graphic Novels gemacht. Wir haben Okay. hier eine junge Kollegin, Franziska Rufflea, die das Adventure-Huhn gemalt hat, auch ganz originell und süß. Mein Lieblingscomic ist immer noch von Emil Ferris. Am liebsten mag ich Monster. Am Das ist liebsten der mag ich erste. Monster. Am liebsten mag ich Monster. So eine Schwarte, sensationell gut. Gerade in dem aktuellen Comic Talk lesen wir Der Report der Mark von Margaret Atwood. Das hat die in den 80ern schon geschrieben. Schlöndorff hat es auch schon verfilmt. Aber dieser Comic ist eine Sensation. Das Problem ist, dass man das Gefühl hat, das ist überhaupt kein dystopischer Roman. Du hast das Gefühl, bei all dem Faschismus, der auf der Welt grassiert, das könnte in 2 Jahren auch in Ist das Deutschland nun? sein. Guck mal, hier empfiehlt auch gerade jedem jemand, das Leben ist kein Ponyhof von Sarah Burini. Das würde ich auch empfehlen. Tolle Frau, Wir Sarah haben Burini. eine Freundin des Comic Talks, die sitzt immer, wenn wir die Aufzeichnung im Stollwerk zu Köln haben, was wir ja gerade nicht dürfen, sitzt sie immer in der ersten Reihe und ich liebe Sarah Burini. Wunderbar. Hella, dann die Sendung, die wir gemacht haben, kann man also jetzt bei Massengeschmack TV sehen und man kann sie auch bei YouTube sehen. Und Und ihr immer zeichnet. Häppchenweise, bei YouTube häppchenweise, erstmal immer so 4 Blöcke und dann aber auch die ganze Sendung in wie viele Wochen, Kardinal? In 3. In 3 Wochen. In 3 Wochen kann man schon die ganze Sendung sehen. In 3 Wochen kann man schon die ganze Sendung sehen. Nahtlos Sehr gut. übereinander. Aber jetzt vorher mit einer Mitgliedschaft bei Massengeschmack TV. Und die gibt es auch für 2 Wochen kostenlos, habe ich gesehen. Insofern kann man das ja auch mal machen einfach. Ist ja auch nicht schlecht. Macht aber lieb Reklame, das wird den Holger aber freuen. Entschuldigung, ist doch ein tolles Ding. Nein, Kann man doch mal Reklame machen.
Ich finde das sehr kompliziert von dir. Hella, um um mal so in die Zukunft ein bisschen zu gucken. Also, wie können wir denn die Zeit jetzt überbrücken? Habt ihr zufällig noch irgendwie so ein bisschen genial daneben mit dir wenigstens? Oder ist gerade Ja, irgendwas? also im Moment gibt es ja das Quiz nicht, glaube ich, weil da Big Brother immer noch rumhampelt auf dem Sendeplatz. Aber jetzt am 3. April, Freitag, in 14 Tagen, der alte Mann wurde doch 70. Oh, Wir haben schon, stimmt. als wir uns alle noch treffen durften, haben wir schon senil daneben aufgezeichnet. Mit sensationellen Überraschungsleuten von Viertel nach 8 bis Viertel nach 11. Da geht wirklich richtig die Party ab. Das ist was, was ich Fantastisch. empfehlen kann. Das kann man also schon mal gucken. Und letztes Wort, kannst du dir noch vorstellen, das in Zukunft öfter zu machen, übers Netz und solche Geschichten? Überlegst du da gerade, ob man noch mehr damit macht vielleicht? Also ich sag's dir ehrlich, ich habe jetzt am Dienstag zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder putzen müssen, meine eigene Wohnung, die Böden wischen, weil die Zugehfrau natürlich nicht mehr kommt. Und dann stand aber der Monitor vom Sonntag noch hier, diese Arbeitssituation von Sonntag, die stand noch hier. Und ich Ja. wurde so richtig glücklich, weil ich dachte, ach, du kannst jetzt von zu Hause auch arbeiten. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Chance, auch gerade für so eine alte Schachtel, wenn ich mal nicht mehr im Fernsehen arbeiten darf, kann ich noch mit 92, kann ich noch gut gelaunt den Leuten meine Meinung sagen. So, gut, man Ich sitzt finde. hier, man geht mal in die Küche, macht mal die 60-Grad-Wäsche, mein Mann sitzt daneben. Ich freue mich. Ich finde es auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Aber irgendwann möchte ich auch Guter. wieder auf die Bühne, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, also nochmal, ich bin Kommunikatorin, ich bin Wassermann, ich bin Menschen. Ich brauche meine Freunde, ich brauche meine Umarmung. Zum Glück sind ja viele, also ich habe auch enge Frauen, die ich noch drücken kann mal am Tag. Ja. Sonst würde ich hier komplett vor die Hunde gehen. Ich wollte neulich noch posten, das war mir aber zu sentimental. Ich habe so drei Petsy-Bären im Bett. Wie schön, dass ich mit meinen Petsy-Bären noch keinen Abstand halten muss. Oh Weißt du, so. Gott. War aber wirklich So weit ist es schon. so eine Flaute der Depression. Also das berührt mich schon alles. Es wird wieder anders. Es wird wieder anders. Wir werden wieder auf die Bühne gehen. Wir werden uns wieder drücken. Ich komme zu dir. Wir trinken ein Bierchen. Und ich komme auch gerne nochmal in Comic Talk, weil es eine tolle Sendung. Kann ich jedem nur empfehlen. Hella, ich will ganz, Herzlichen ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der nächsten Aufzeichnung und viel Erfolg mit dem Format. Es ist ein super Format. Ihr macht das großartig. Vielen, vielen Dank. Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Das Siehst du hat der mal, Stefan wieder was hier im gelernt. Bild. Und es hat Ja, ich mache funktioniert. das. Bitte? Und es hat funktioniert. Tipptopp. Nee, weil der Stefan das gemacht hat. Bei mir jetzt nicht funktioniert, Nein, Digga. warum? Weil dich der verschissene Autor eingeladen hat. So ist es doch. Schön, dass du Und dabei hat warst, noch Hella. nie getroffen, ne? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Grüß alle schön. Dann macht alle gut. Schönen Abend. Bleibt tapfer und souverän. Machen wir. Und gesund. Tschüss. Tschüss. So, das war Hella von Sinnen. Vielen herzlichen Dank. Ich muss sagen, ich hätte es mir heute nicht schöner schnitzen können. Es war alles großartig. Danke für eure Kommentare. Es war alles ein bisschen eng gestrickt. Ich lese mir das noch in Ruhe durch. Ich möchte euch jetzt noch was empfehlen, und zwar habe ich gesehen, Miss Ellie, eine wunderbare junge Künstlerin, die fantastische Musikcomedy macht, macht am 4.4. ein Online-Konzert. Google das mal, Miss Ellie, ganz großartige Frau. Morgen habe ich hier zu Gast auch wieder zwei Gäste, auf die ich mich tierisch freue. Erstens kommt der Benjamin Scholz, der hat einen extrem erfolgreichen Aufklärungskanal bei YouTube, der heißt Jungs fragen. Und ich dachte mir, das ist ja vielleicht auch mal eine gute Sache für Leute, die gerade Teenager zu Hause sitzen haben. Der kommt heute, Ben ist bei mir und, ach, eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen und WDR Ladies Night Moderatorin Lisa Feller ist morgen da. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber es könnte das ein oder andere Roland-Kaiser-Lied gesungen werden. So, und jetzt habe ich noch ein kleines Bonus für euch, weil ihr so schön dran geblieben seid. Es gibt nämlich, weil wenn wir schon von Comics sprechen, ein wunderbarer Comiczeichner, Marvin Clifford, hat mal aus einer Geschichte von mir ein Comic gemacht. Hier, Judgment Day, so heißt die Geschichte, ist, glaube ich, in meinem Buch Mettwurst ist kein Smoothie. Und da hat Marvin diesen wirklich, also wunderbaren, oh nee, das sind nur die Skizzen. Diesen wunderbaren Comic draus gemacht, mit mir quasi. Ich habe davon noch ein paar Exemplare und ich würde jetzt einfach mal zwei verlosen. Schreibt mir eine Mail an markus@markus-bar.de und dann wähle ich da einfach morgen früh, suche ich einfach zwei Gewinner raus. Würde mich tierisch freuen. Ach nee, Moment, ich muss es ein bisschen später machen. Morgen Abend, weil die YouTube-Leute wollen ja auch noch mitmachen. Also morgen am Freitagabend wähle ich zwei Gewinner aus. Schreibt mir eine Mail an markus@markus-bar.de
Und dann geht dieser Comic an euch, der wirklich einfach ganz toll ist. Und folgt Marvin Clifford, weil der ist es auch wert. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht mit euch. Ich gehe jetzt mal zu meinem Mann, würde ich sagen, und freue mich drauf. Macht euch auch einen schönen Abend und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wir sehen uns morgen wieder mit Ben und mit Lisa Feller. Bis dann.